Der untere Teil einer elektrisch leitenden Schaukel befindet sich in einem homogenen Magnetfeld, das durch zwei Elektromagneten erzeugt wird. Ein Strom durch die Schaukel erzeugt eine Kraft auf das Leiterstück, welche senkrecht zum Magnetfeld und zum Leiterstück steht. Bei umgekehrtem Stromfluss und gleichbleibendem Magnetfeld kehrt die Richtung der Kraft um. Ebenso kehrt die Richtung der Kraft um, wenn der Stromfluss gleich bleibt und das Magnetfeld umgepolt wird.